Ja, sehr geehrter Herr Professor Strohschneider, liebe Ministerkolleginnen, was wir gestern Morgen noch nicht wissen konnten, war die Tatsache, dass unsere Bundeskanzlerin heute in Brüssel gebunden ist, um die wichtigen grundlegenden Personalfragen für Europa zu klären. Das Ganze ist, glaube ich, während wir hier sitzen, auf einem ganz guten Weg. Aber es ist, glaube ich, auch wichtig für Europa, dass wir mit klarem Konzept und mit einer großen Gemeinsamkeit der Demokraten Handlungsfähigkeit herstellen. Und deshalb tue ich als Kanzleramtsminister heute das, was auch zu meiner Aufgabenbeschreibung gehört, nämlich eine Rede vor einem großen, traurig guckenden Auditorium zu halten. Es ist das Jahr der Jubiläen. Herr Strohschneider hat eben angesprochen, unsere Verfassung wird 70 Jahre alt. Und das ist insofern ein besonderes Jubiläum auch für die Wissenschaft, weil mit Artikel 5 die Freiheit von Wissenschaft, Forschung und Lehre seitdem in unserer Verfassung kodifiziert ist und damit die Grundlage darstellt für vieles von dem, was eben schon gesagt wurde. Wir feiern auch den 250. Geburtstag von Alexander von Humboldt, ein Gelehrter, ein Kosmopolit und vor allen Dingen ein Verfechter einer offenen Gesellschaft. Und wir feiern 70 Jahre Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft, die dann gemeinsam mit dem Forschungsrat 2 Jahre später die Gründungsorganisation der DFG war. Das heißt, nach 70 Jahren stehen Sie morgen in der Verantwortung, auch neue Entscheidungen für die Führung der DFG zu treffen. Und ich bin heute hier und will zunächst einmal für diese ersten 70 Jahre ganz herzlichen Dank sagen, denn der Klang des Namens der Deutschen Forschungsgemeinschaft in Deutschland ist ein guter und darüber hinaus auch in der ganzen Welt. Er steht für Exzellenz, für Erfolg, für Freiheit im Denken und auch für Freude an der Zukunft. Die Zukunft, das hat eben Herr Strohschneider auch angedeutet, ist wie immer eine Herausforderung. Und wenn wir manchmal das Gefühl haben, dass unsere Zeiten besonders bewegt sind, dann schaut man in die Geschichte, was uns in den letzten 10 Jahrzehnten und Jahrhunderten bewegt hat. Wir stehen auch gerade hier in Rostock 30 Jahre nach dem Mauerfall, 30 Jahre nachdem die DFG und unsere Verfassung Verantwortung für Gesamtdeutschland übernommen haben. Und auch damals haben wir gesagt, mein Gott, sind das bewegte Zeiten. Bewegte Zeiten sind es aber in Zukunft sicher auch für die Wissenschaft, weil wir, glaube ich, in einer Zeit leben, in der die Wissenschaft in ganz besonderer Weise Konjunktur hat. Wir reden in Europa in unseren Strategien seit rund 10 Jahren nun von der Europäischen Wissensgesellschaft. Und diese Europäische Wissensgesellschaft verlangt der Wissenschaft immer mehr ab. Wir wollen, dass, wenn man sich die Themen anguckt, die in den nächsten Jahren vor uns stehen, Klimawandel, Verknappung der Ressourcen, große Technologiesprünge, enorme Beschleunigung auch der technologischen Entwicklung und die digitale Revolution, die in ihrer Funktionalität nicht nur technologische Fragen, sondern ganze Gesellschaftsumbrüche organisiert. Dann sind es immer wieder Dinge, wo die Gesellschaft sich an die Wissenschaft wendet und von ihr Antworten erwartet. Und ich glaube, das ist eben auch schon deutlich geworden, in dieser Erwartungshaltung arbeitet die Politik gleichsam mit, weil auch wir sozusagen, so wie wir vor Jahrzehnten die Diskussion um die zunehmende Evaluierung der Wissenschaft, wir jetzt im Zeitalter leben der Evaluierung der Politik. Ich habe schon vor 10 Jahren die Diskussionen geführt, als ein Wissenschaftler zu mir kam und sagte, ob denn zwischen den Evaluationen möglicherweise auch Zeit für Forschung bliebe, weil das ja gleichsam das Substrat für die Evaluation sei.
Und in ähnlicher Weise haben wir inzwischen auch für jedes Gesetz eine Evaluation nach 3 Jahren. Wir haben eine zunehmende indikatorenbasierte auch Nutzenbewertung unserer Gesetze. Und wenn wir uns nicht zuletzt auch anschauen, die Arbeit bei der OECD oder im Bereich der Agenda 2030, dann sind Indikatorensysteme immer mit dem Ziel, auch so politische Entwicklungen, globale Entwicklungen gesellschaftlicher Art in Indikatorensysteme zu fassen und damit messbar zu machen und sie einer wissenschaftlichen Bewertung zu unterziehen, ist der große Trend der Zeit. Und insofern kann ich gut verstehen, wenn Sie zum Beispiel sagen, dass das Gefühl, dass die Forschung und die Politik gleichsam in einem neuen Spannungsverhältnis zwischen Anforderungen und Freiheit stehen. Und ich bin heute hier, weil ich glaube, dass die richtige Antwort auf diese Frage mehr Freiheit bedeutet und mehr Unabhängigkeit der Wissenschaft. Und dazu, glaube ich, gehört auch dieses lange Jahre geltende Spannungsverhältnis zwischen Anwendungsorientierung und Grundlage. Und wenn wir uns die letzten Jahre der Forschung intensiv angucken, dann stellen wir doch fest, dass manche Bereiche, die wir über Jahrzehnte, die Flaggschiffe anwendungsorientierter Entwicklungsarbeit, in die Krise gekommen sind. Ich spreche zum Beispiel die pharmazeutische Forschung. Vor rund einem Jahr kam der Führer eines Unternehmens zu mir, der nicht genannt werden möchte, weil das für seinen Aktienkurs nicht sehr gut wäre, der zu mir gesagt hat, dass er jetzt 1 Milliarde Entwicklungsgelder dafür aufgewandt hat, keinen neuen Wirkstoff zu entwickeln. Und dass die klassischen Methoden des Try and Error in der Entwicklungsarbeit an ihre Grenzen kommen und damit die Entwicklungszeiten und die Grenzkosten für die Herstellung neuer Wirkmechanismen in der Medizin immer aufwendiger werden. Und das ist ein Phänomen, das haben wir nicht nur in der Medizin, das haben wir an vielen anderen Stellen auch. Wenn wir in die Grundlagenforschung gucken, Newton brauchte für seine mechanischen Fragen zunächst mal nichts anderes als einen Apfel. Galileo Galilei brauchte dann irgendwann ein Fernrohr. Und das sind alles Dinge, die Sie zu Hause haben können. Aber die meisten Physiker, die sich das wünschen, haben keinen Schwerionenbeschleuniger in ihrem Keller stehen. Und insofern macht es auch deutlich, dass die Schaffung von wissenschaftlicher Infrastruktur zu einer der Großaufgaben der Zukunft wird, wenn wir an den Rändern des Wissens noch weitere Erkenntnis gewinnen wollen. Und die pragmatischen Ansätze der Anwendung laufen in vielen Bereichen zunehmend leer. Das heißt, wir müssen uns gleichzeitig eine Wissenschaft haben, die sich den großen gesellschaftlichen Fragen annimmt, die aber dabei die Freiheit hat, alles im Grundsätzlichen neu zu denken. Und deshalb steuern wir in Deutschland und das auch im guten Einvernehmen mit Europa die Forschung über große und verlässliche Rahmenbedingungen. Wir wollen, dass Deutschland der international attraktivste Forschungsraum der Welt ist. Und deshalb haben wir in Europa das 3%-Ziel ausgerufen für Forschung und Entwicklung. Und haben uns in Deutschland, nachdem wir das im Jahr 2017 erreicht haben, ohne mit der Wimper zu zucken, das Ziel gesetzt, wir machen daraus für uns das 3,5%-Ziel, weil es aus der Sicht eines Forschungsstandorts Deutschlands nicht unsere Aufgabe sein kann, der europäische Durchschnitt zu sein, sondern das europäische Flaggschiff. Ein wichtiges Instrument in diesem Zusammenhang ist sicher die Wissenschaftspakte. Man muss es in der Summe sich auch einmal wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Wir haben in den letzten Jahren so oft über große Summen gesprochen. Meistens ging es dabei um die europäische Staatsschuldenkrise und dass wir bis zu 80 Milliarden an Garantien gegeben haben für die Rettung des Kontinents Europa. Die drei Pakte haben ein Gesamtvolumen von 160 Milliarden Euro. Das ist ein Zukunftsversprechen für die Wissenschaft. Und unser Ziel ist damit, unseres Wissenschaftssystem in Deutschland in seiner Breite und vor allen Dingen in seiner breiten Spitze massiv in den nächsten Jahren zu stärken und uns im internationalen Kontext auch einen großen Vorsprung zu erarbeiten.
diesen Vorsprung, wenn ich mir das überlege, wir haben doch vor so vielen Jahren immer wieder über Brain Drain und Brain Gain gesprochen, über die Not, dass unsere besten jungen Wissenschaftler in andere, meist englischsprachige Länder auswandern und es ist umgedreht so schwer fällt, auch mal wieder jemanden nach Deutschland zu holen. Und das berührt ein Thema, was ich auch für sehr, sehr wichtig finde im Kontext von Wissenschaftsfreiheit. Und das wurde mir klar, als ich gemeinsam mit der Bundeskanzlerin vor etlichen Jahren einen sehr hoch dekorierten deutschen Forscher besucht habe, wo es uns gelungen war, den aus Amerika zurückzuholen in den Schoß der deutschen Wissenschaft. Und dann haben wir ihn gefragt, was ihn dazu bewegt hat. Und es gab zwei Argumente, die er uns damals genannt hat. Das erste Argument muss ich jetzt wegen der Wahrheit und Vollständigkeit erwähnen, aber es passt jetzt nicht so ganz in mein Konzept. Er hat gesagt, meine Frau wollte wieder nach Hause. Das ist etwas, worauf der politische Einfluss relativ gering ist. Das zweite Argument wiegt aber umso schwerer, weil er gesagt hat, die Forschung, um die ich mich kümmere, befindet sich in einem ethisch sensiblen Bereich. Und wenn ich das in Amerika tue, dann gehen nicht Regierungsorganisationen, die kritische Gesellschaft auf mich zu und sagen, ich finde das, was du tust, ist ethisch nicht vertretbar und demonstrieren bei mir vor dem Forschungsinstitut. Während, wenn ich in Deutschland bin und jemand das Gefühl hat, dass die Forschung, die hier betrieben wird, ethisch nicht akzeptabel ist, dann demonstrieren die vom Kanzleramt und sagen, warum ist das in Deutschland erlaubt? Und das ist ein Zusammenhang, den ich finde, den zu beleuchten, eine Daueraufgabe im Zusammenspiel von Politik und Wissenschaft ist. Auf der einen Seite möchten wir ihnen möglichst viel Freiheit bieten. Aber die Wahrheit ist, dass wenn wir in andere Teile der Welt gucken und bei unserem Innovationsdialog ist neulich der Begriff in Bezug auf China der strategischen Unterregulierung gefallen, dann wird das Versprechen Europas und das Versprechen Deutschlands nie sein, dass sie den größten Freiheitsgrad in Deutschland haben. Aber unser Versprechen kann ja sein, dass wir durch den Kontext, den auch die Politik setzt, wir einen besonderen gesellschaftlichen Konsens und für sie einen, sozusagen einen Sicherheitsrahmen bieten, in dem ethisch sensible Forschung auch abgefangen wird in einem gesamtgesellschaftlichen Verständnis von dem, was wir da tun. Und das ist im Bereich der Biotechnologie, glaube ich, leicht verständlich. Aber es gibt eine zweite große Revolution, wo mir ein ähnlicher Konsens vorschwebt, und das ist die Digitalisierung. Wenn Sie in die deutsche Wirtschaft hineinfragen, dann ist das Selbstbewusstsein, was die Digitalisierung angeht, momentan noch nicht so besonders groß. Alle sagen, die Unterhaltungselektronik, der erste große Schwung, die Kommunikation und die Plattformwirtschaft sind Dinge, die sind nicht made in Europa, sondern die sind in den USA entwickelt und in vielen Bereichen in Asien produziert worden. Und damit stellt sich die Frage, wo ist die Rolle Europas in der Digitalisierung in den nächsten Jahren und Jahrzehnten? Ist das für uns kann das noch ein wirtschaftlicher Erfolg werden oder nicht? Und ich glaube, so wie ich glaube, dass die soziale Marktwirtschaft eben unser gesellschaftlicher Erfolg ist, weil wir es geschafft haben, den Menschen Wohlstand zu bringen und ihnen soziale Sicherheit noch mitzuliefern. Und dass die Sehnsucht, die heute von Europa ausgeht im Hinblick auf Bildungsgerechtigkeit, Forschungsfreiheit, Pressefreiheit und viele andere Grundrechte, die wir haben. Genauso müssen wir ein Verständnis von Digitalisierung entwickeln, was genau den gleichen Leitprinzipien folgt. Und ich sehe momentan im Westen, in den USA, eine Digitalisierung, die sehr stark von Unternehmen getrieben ist. Und wir sehen in Asien eine Digitalisierung, der sich sehr stark und sehr wirkmächtig der Staat bemächtigt. Bis hin zu dem berühmten Social Scoring. Wenn wir das hier anwenden würden, dann wäre das so, dass Sie heute Abend alle einen Pluspunkt bekommen würden, weil Sie einem staatlichen Vertreter bei der Rede zuhören. Wenn Sie dann anschließend
Wenn Sie dann anschließend draußen natürlich Alkohol trinken, wird der gleich wieder abgezogen, weil das für die Volksgesundheit dann keinen Vorteil mehr darstellt. Das klingt für uns ziemlich absurd, ist aber zum Beispiel in der chinesischen Gesellschaft breit akzeptiert. Weil man sagt, es ist doch gut, wenn sozusagen jenseits dieses der Rechte und Gesetze es einen gewissen Kurs gibt, was von einem gesellschaftlich erwartet wird. Unser freiheitliches Bild von einem Menschen, der in einem Rahmen, wo er den anderen nicht stört, alle Freiheiten hat zu tun und zu lassen, was er will, ist nun mal ein völlig anderes. Und deshalb glaube ich, haben wir in der Politik in den nächsten Jahren eine große Aufgabe. Und es wundert mich ehrlich gesagt nicht, dass es im politischen Diskurs in den letzten Jahren darüber ruckelt und zuckelt. Es ist nämlich ein Verständnis von Digitalisierung zu entwickeln, was jeden einzelnen Bürger von uns zu einem souveränen Bürger macht, der auch wenn er kein IT-Experte ist, seine persönlichen Rechte und seine Datensouveränität wahren kann. Und die gleichzeitig in der Lage ist, die Datenpools, die wir haben, auch als Geschäftsmodell zu verwenden, sodass daraus auch für den Standort Europa, für den Standort Deutschland eine gute wirtschaftliche Basis für Digitalisierung wird. Und ich glaube, da ist auch das Wissenschaftssystem sehr gefragt. Wir müssen in Zukunft daran arbeiten, dass wir vielleicht anders als andere, und das Besondere, was wir in Deutschland können, ist ja organisieren und strukturieren, dass wir nicht durch große unstrukturierte, aber vielleicht kleinere, feinere und strukturiertere Datenbestände dazu kommen, dass wir besondere Geschäftsmodelle entwickeln. Und nicht nur Geschäftsmodelle, sondern auch Erkenntnisse über den Lauf der Dinge. Und wenn ich alleine an die deutschen Wetterdaten denke, die älteste Zeitreihe, nun sind viele ja von der Qualität unserer Wettervorhersage nicht besonders überzeugt. Aber wenn man die deutschen Forscher, die in diesem Bereich fragt, dann muss man sagen, hätten wir nicht die Daten des deutschen Wetterdienstes, dann wären die Wettervorhersagen noch viel, viel unpräziser, weil das, was wir seit Jahren und Jahrzehnten an Aufzeichnungen machen, ist die Qualitätsgrundlage im langjährigen Mittel. Insofern glaube ich, ist die große Aufgabe, das Klimathema, die Digitalisierung zu bewältigen und der Wissenschaft alle Freiheit zu geben, sich zu entfalten und diese Grundlagen dafür zu legen und dabei auch den Erkenntnisgewinn in den Mittelpunkt zu stellen und in dem Reibungsfeld zwischen Gesellschaft und Politik und Wissenschaft haben unsere politischen Vorgänger eine wahnsinnig wichtige Entscheidung getroffen. Und das war die Gründung der Akademien. Versetzen wir uns mal eine Sekunde in einen Bürger, der eines Abends eine Talkshow schaut und trifft dort auf zwei Wissenschaftler. Der eine sagt, der menschengemachte Klimawandel führt zwangsläufig dazu, dass sich in den nächsten Jahren Extremwetterereignisse extrem zunehmen. Und der andere Wissenschaftler sagt, wenn nur ein Vulkan einmal ausbricht, dann verändert das ganze Szenario über Jahrhunderte. Der Mensch kann nichts tun. Das Problem, was die Wissenschaft hatte, bevor sie die Akademien geschaffen hat, war, deutlich zu machen, wo der Unterschied zwischen wissenschaftlicher Mehrheitsmeinung und was sozusagen die kritisch hinterfragende Singularität ist, die dem gegenübersteht. Und ich glaube, dass wir alle gemeinsam auch daran arbeiten müssen, dass wir die Rolle unserer Akademien weiter stärken, damit in der Breite der Gesellschaft ein Verständnis davon entsteht, was herrschende wissenschaftliche Meinung ist, was man hinterfragen kann und was eben noch offen steht. Sie, lieber Herr Professor Strohschneider, kennen das alles. Wenn Sie nach Ihrer Amtszeit als Präsident der DFG aufhören, dann tun Sie das ja, haben Sie nicht nur dieses Verdienst für unser Wissenschaftssystem, sondern Sie haben auch bei Akatech und Leopoldina und natürlich auch als Vorsitzender des Wissenschaftsrates sich große Verdienste für das deutsche Wissenschaftssystem erworben. In einigen Anflügen haben wir heute nochmal eine Reminiszenz gehört, auch auf Ihre preisgekrönte Rede zum Populismus und Politik und auch, glaube ich, Ihre Rede über Wissen und Nichtwissen steht dem im Nichts nach. Und insofern möchte ich auch heute die Gelegenheit nutzen, Ihnen im Namen der Bundeskanzlerin, aber ich glaube auch dem deutschen Wissenschaftssystem,
Gesundheitssystem insgesamt herzlichen Dank auszusprechen für Ihre großartige Arbeit. Wir als Politik versprechen der DFG, dass wir auch in den kommenden Jahren Sie verlässlich unterstützen. Und wir wollen Ihnen auch die Freiräume geben für die Forschung, zugegeben, nicht zu viel evaluieren, nicht zu viele Aufträge von außen. Und gleichzeitig bitten wir Sie, den gesellschaftlichen Diskurs mitzuprägen. Und vor allen Dingen auch zu prägen angesichts der Veränderung unserer Gesellschaft im demografischen Wandel. Es ist schon sprichwörtlich das Thema German Angst. Und die Demoskopen, wenn man sie fragt, sagen, dass das Thema Skeptizismus, Zukunftsangst und so in den letzten Jahren zugenommen hat. Und vor allen Dingen auch Technologieskeptizismus in dem Land, was am meisten Geld mit neuen Technologien verdient weltweit. Und deshalb ist es eine große Aufgabe. Und die Leute werden die Beherrschbarkeit technologischer Entwicklung niemals der Politik abnehmen, dass wir das im Griff haben. Aber der Wissenschaft vertrauen die Menschen. Und deshalb ist die Diskussion über neue Technologien, über die Grenzen dessen, was wir tun sollten und auch das, was wir erreichen können, eine, die uns in den nächsten Jahren sehr, sehr beschäftigen wird. Alexander von Humboldt hat gesagt, die Aufgabe der Wissenschaft ist es, gerichtete Erkenntnisse vorzubereiten und dann auch zu verbreiten. Insofern ist die DFG auch für die Zukunft eine Organisation, die den Weg frei macht für neues Wissen durch ihre Förderung, die das zentrale Instrument unserer Qualitätssicherung im Wissenschaftssystem ist. Aber sie ist auch ein Vertrauensanker in der deutschen Bevölkerung. Und ich möchte schließen mit der Aussage von Karl Popper, der nämlich gesagt hat, wenn wir Menschen bleiben wollen, dann gibt es nur einen Weg. Den Weg in die offene Gesellschaft. Wir müssen ins Unbekannte, ins Ungewisse, ins Unsichere weiterschreiten und die Vernunft, die uns gegeben ist, verwenden, um so gut wir es eben können, für beides zu planen. Nicht nur für die Sicherheit, sondern zugleich für die Freiheit. Vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.